So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bus Simulator 21. Und wir machen heute weiter. Wir kaufen uns jetzt erstmal einen neuen Bus, den wir planen müssen. Wie viel haben wir denn? 600.000? Ja, da reicht auch noch 2-3 Busse. Ich werde den billigsten kaufen jetzt. Weil ich muss jetzt Busse planen. Brauche natürlich ein bisschen mehr Kohle, deswegen will ich das jetzt alles ein bisschen einplanen. Den Bus jetzt ein bisschen auffüllen. So. Ich muss jetzt gerade ein bisschen Orga-Scheiß machen hier. Also wir brauchen Minimum 3 bis 4 neue Busse jetzt. Die will ich ein bisschen einplanen, damit wir das hinbekommen. Und die werde ich auch erstmal nackig einbauen. Weil die... Ja, könnten jetzt... Ja, wir werden 4 neue Busse holen jetzt. Weil wir ein bisschen planen müssen. Weil ich Geld verdienen muss. So. Jo. So. Gut. Route wählen. Kalender. Genau, Vollzeitfahrzeug. So, eingeplant. Ja. Sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen Orga-Zeugs mache. Wir machen schon noch weiter, keine Sorge. Wir werden, wie gesagt, 4 neue Busse kaufen. Ich muss mich planen. Der geht jetzt auf die Route. So. Route wählen. Habe ich die heilige Strecke geplant? Ja, habe ich. Ich weiß, dass ich gerade hier ein bisschen negativ bin. Bisschen im Negativen bin. So. Bluebird. Hier, Fahrzeug. Du brauchst ein bisschen mehr. Ich brauche Kohle. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen. Dass wir hier sogar ein bisschen an Zahltag kriegen. Du sollst eigentlich ein bisschen. Ja gut, die kriegen seit einiger Zeit keine Zeit, keine Geld rein, ne? Was drin? Was? Ja. 32. Vollzeitfahrzeug. Silver Park West. So. Und Werner, sorry, dass ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen was mache. Noch einen Bus werden wir kaufen. Die fahren nämlich jetzt alle ein bisschen automatisch. Ich kaufe noch ein Citaro. Ich könnte sogar 5 Busse kaufen. Dass ich jetzt gerade auch die Busse so lasse, wie sie sind. So.
So. BYD. Setra. So. Zugewiesene Fahrzeuge. Machen wir ein Vollzeitfahrzeug draus. Bauen wir den Citaro ein. Wir sagten, wir müssen natürlich einfach jetzt Geld zu verdienen. Weil das ist das Problem. Ich kriege immer nur 50.000. Ich fahre jetzt wirklich mal 90.000. So, bauen wir noch ein Setra dazu. So, der wird natürlich jetzt alle, werden jetzt alle natürlich unterwegs sein. Jo. So, Route wählen. Mercedes-Benz, Citaro, BYD drin. Mitte 26, ja, da haben wir mal einen Setra mit rein. Geh rein. So, was haben wir noch an Geld? Wie haben wir denn noch überhaupt? 280.000. Oh, noch ein Citaro. Und den nehme ich jetzt für meine Parkroute. Ne, den verplane ich noch. So, der nimmt den Citaro jetzt. Haut den auf die Route. Ja, aber planen wir. Route wählen. Da ist einer drin. Ja, ist der BYD drin. Fahrzeug. Perfekt. Da kommt der Citaro mit rein. So. Und der letzte wird jetzt für die Und jetzt brauche ich mir noch einen Citaro, den hole ich mir nämlich jetzt für meine Arnold-Route. Für den Arnold-Park. So. Jo. So, auf geht's. Da ich den Citaro gerade am liebsten fahre. Und gekauft. So, jetzt haben wir 5-6 Busse gekauft, die noch dazu geplant und gekauft. Route erstellen. Jetzt fahren wir Arnold Park. Das ist jetzt der Plan an der Sache. So, Arnold Park, wo haben wir so denn? Arnold Park, Arnold Park, Arnold Park, wo ist denn der? South Mall West. Ja. Und jetzt sehen gerade. Ach, da oben. Ach, wie süß. Hier. Das ist ja nicht schwer. Das ist ja gar nicht schwer. Arnold Park, das kriegen wir so vielleicht sogar diese Folge noch hin. Hier. Eingebaut. Here.
So. Arnold Park. Änderung übernehmen. So, Route wählen. Was ist jetzt? Hab ich jetzt hingestellt. Ach, das ist diese hier, ne? Oder? Ne, das ist hier nicht. Warte mal. Jetzt weiß ich nicht, wo sind die jetzt mit der Route hin? Wo sind die jetzt hin? Das ist auch noch von den Gelben, oder? Blöderot? Zinkist, Arnold Park. Arnold Park, San Diego Hill. Wo sind die hin jetzt hier? Hey. Sunkist, Arnold Park. Was ist die Strecke jetzt hier? Weil die macht ja schon fast 20.000 alleine und deswegen habe ich sie jetzt auf den Setra geplant. Ist das die? Ja, das ist diese hier, ne? Vollzeitfahrzeug, Mercedes-Benz. Nehmen wir den Setra hier raus, den brauche ich nämlich woanders. Ist denn der Setra jetzt hier geplant? Wie ist denn der Setra jetzt da hinten geplant? Hier geht er hin. So. Das ist die Strecke. Gut, dann ist das die 37 hier. Dann fahren wir die mit Mercedes. Da ist ein kleiner Rückstau. Moin. Warte, wir fahren. Wir lassen uns hochspringen. Ich spring mal hoch. Warte mal, wo ist denn das? Hier ist das. Dann ist diese Haltestelle jetzt durch. So, alle Park, das müssen wir jetzt immer mal wieder fahren. Das war da jetzt relativ zeitnah. Also die Route müssen wir jetzt immer fahren, immer fahren, immer fahren. Und wir müssen die Haltestelle auf 3 hochbauen. So. Jetzt sag mir bitte nicht, dass ich die. Warte mal. Der Citaro kommt in. Das ist in Line City. Oder was ist das? Ne, es ist nicht das Citaro, ne? Warte mal, wo kommt der jetzt hier? Jetzt hier Route 37, der ist das. Warum auch immer der jetzt. Auf einmal hier steht. Liebe Leute, liebe Busfahrer, Kollegen, macht das bitte nicht nach. Sache. Ja, Glück. Setze mich jetzt natürlich ein bisschen besser natürlich hin. Ja, ich habe schon super funktioniert. So. Einige Strecke brauche ich nicht fahren. Hier 37, warte mal. Das sind die 37. Das ist Leistung der Line City. Warte mal. Citaro. Ja. 30 ist das. Oh, das ist nicht.
Baker. Ist ja auch die falsche Haltestelle. Ist ja auch die falsche Haltestelle gewesen. So. Also nochmal einmal Route 37. Jetzt fahren. Das ist ein bisschen ein kleiner Akt hier vorne. Und warum wir mir jedes Mal den falschen Bus auswählen, verstehe ich auch wieder nicht. So, herzlich willkommen. Oh ja, dann hat mich. Das ist eh nur eine ganz kurze Route, die habe ich jetzt bewusst so genommen, weil dann können wir die auch fahren, weil wir müssen Arnold Park auswählen, das ist halt so nur die Stufe. Jetzt hat die seit für 5 Meter laufen sie mit dem Bus. Na gut. Ja. Schöner Tag. Hey. Moin. Keiner? Und ja, warum ich den Bus so nackt gemacht lassen habe, also quasi im Rohzustand gelassen habe, ohne Werbe oder was auch immer. Es gibt zwischendurch mal Missionen, die Werbung drauf. Und dafür habe ich einen Spielraum. Außerdem wollte ich die Busse nur haben, um Geld zu verdienen. So, ich muss mal gucken, hier passt nämlich einmal einer mit Laura Muggel. Ja. Guck mal die Scheiße da aus. Mit Bob. Oh nein, mit Bob. Danke sehr. Jo, gerne. So, Seniorenticket, Tageskarte. So, geh mal mit. Moin, man könnte was sagen. Ich mag die Stimme des Nachrichtensprechers. Ich könnte ihm ewig zuhören. Hi. Sekunde, da blockiert einer die Tür, das weiß ich. Das kriege ich auch mit, aber. Danke. So, was haben wir denn hier den Blockierer? Geh mal rein da. So, gucken, was wir jetzt hier. Hier. Mein Boot am Strand wurde in zwei Hälften gesenkt. Der Schaden war groß, aber ich konnte es mit Panzertape reparieren. Das würde ich auch machen. Uah. Upsi. $1,000. Ja, das ist aber auch meine Schuld gewesen, muss ich sagen. Ist das überhaupt eine Automatik? Ja, ist tatsächlich ein Automatikbus. Aber sieht bei den Füßen nicht an der Pedalerie. So, ab zum Pier. Dankeschön fürs Reinlassen, mein Freund. Nett von dir. Wenn ich hier jetzt ein bisschen Kohle mache, am nächsten Zeittag, dann werde ich mal einen Seetra holen. Ich will den Gelenkpass haben von Seetra. Von Scania, so rum ist es richtig. Der fehlt mir ja noch in meiner Liste. Muss eine schöne Karte ausgebaut werden. Bis dann. Wow.
Geschafft. Du bist mit diesen engen Kurven wirklich gut zurechtgekommen. Ich bin beeindruckt. Du warst großartig. Die Touristen lieben Arnold Park. Weißt du, wer auch gerne mit dem Bus dorthin fahren würde? Einheimische. Tourismus ist eine Sache, aber die Einheimischen wollen auch die Angebote der Stadt wahrnehmen. Und dafür wäre eine Route, die die Wohnviertel mit Arnold Park verbindet, geradezu perfekt. Jo, in der nächsten Folge machen wir weiter mit der nächsten Mission. Die heißt dann Spaß für alle. Und da freue ich mich dabei, wenn ihr wieder einschaltet bei dem Thema Bussimulator 21. Das war jetzt eine relativ kurze Folge, ich weiß es. Aber wir haben ja ein bisschen was getan. Wir haben neue Busse gekauft, wir haben die verplant. Wir sind hier kurz einfach die Route abgefahren, am Arnold Park auf Stufe 3 aufgebaut. Ist jetzt nicht schwer, ist jetzt nur eine Haltestelle. Und ich glaube, dass da unten, das könnte tatsächlich alles auf ein, könnte man tatsächlich problemlos in eine Folge packen. Naja, aber das schaffen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ne? Bis dann, tschüss.